mein Dank der Wählen SG Nürnberg aussprechen, die wie schon im letzten Jahr, auch für dieses Jahr, die Ausrichtung übernommen hat und auch für die Siege und platzierten Preise zur Verfügung stellt. Es sind ca. 30 Mädchen und 30 Jungen anwesend. Wir spielen in 8 Gruppen jeweils. Die Auslegungsgruppen fängt bereits da vorne. In den Gruppen spielt jeder gegen jeden, also ist kein Kampfsystem. Wenn die ersten zwei von jeder Gruppe kommen dann in die Hauptrunde, in der dann im K.O.-System weitergespielt wird. Um etwas zur doppelten Mix zu sagen, hier da die Meldung einschließlich der doppelten Mix sollte über die Kreisjugendwache erfolgen, was zum Teil passiert ist. Bei denen, die nichts angegeben haben, wurden dann die Spielerinnen, die beiden Spielerinnen und Spieler zusammengestellt, sodass fast alle Spielerinnen und Spieler doppelten Mixpartner haben. Und die Auslosung ist bereits vorgenommen, hängt auf der Falle. Nominiert eine Frage in der Zivilbesuchung, wobei die Bezirksrangliste, die ebenfalls nachzulesen ist, herangezogen wird, möchte ich unsere Turnierleiter vorstellen. Das übernimmt heute Tag Scholl der Kleber, sie ist Bezirksmädchenwartisch und Spielleiterin der Mädchenbezirksliga. Oberschiedsrichter Kirmse von der WLSG Nürnberg wird darauf achten, dass bei unstimmigen Fallen alles wieder in die richtige Bahn kommt. Und worauf ich jetzt ganz ausdrücklich hinweisen möchte, von den Betreuer, dieser Gang ist nur dazu gedacht, um von hier zur Tribüne zu kommen und zurück. Nicht um, da darf also niemand mitstehen, betreut von diesem Gang aus, wenn wir einschreiten, dass das nicht stattfindet, weil sonst der Zugang nicht frei ist. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ich übergebe das Wort an Bezirksvorsitzenden Hans Fischer, der sich auch um die Ich darf euch alle im Namen des Sichtbildungsbezirkes Mittelrhein recht herzlich bei der WLSG Nürnberg begrüßen. Für den heutigen Tag wünsche ich euch effektiv Erfolg. Danke. Es werden die Gäste gewinnen, so wie immer. Es werden auch die Eltern sich ärgern, so wie immer. Auch die Trainer böse sein, aber die Sieger werden denken, mit strahlenden Gesicht die Halle verlassen. Wir haben alles getan. Jetzt gibt es ein weiteres kurzes Spiel und das wünsche ich euch. Ich glaube, die Lüftung ist eigentlich nicht so, weil der Platz nervt, die Lüftung ist nicht.